Ich stand auf meinem Hertha-Fanblog und das begann eigentlich alles sehr verheißungsvoll. Es war großartige Stimmung auf beiden Seiten und dann rückte irgendwie der Sport immer weiter in den Hintergrund und im Vordergrund waren halt die Sicherheitsbedenken und das hat dann nicht mehr so einen Spaß gemacht. Und sie sind ja der aktivste Teil in der Kurve und der wird anziehen vor allem auf junge Menschen. Das heißt, der große Kern, also zwischen 15 und 25. Aber ansonsten kann man sagen, es geht halt quer durch die ganze Gesellschaft. Im Vergleich zu früher hat man einen höheren Anteil von höherer Bildung und von höherem sozialen Stand. Für viele von den jungen Menschen ist es halt auch eine Chance, um soziale Anerkennung zu bekommen. Im Rahmen dieser Ultragruppierung gibt es halt auch wirklich ganz positive Ansätze der Mitgestaltung im Verein, des sich Einbringens im Verein, also zivilgesellschaftliches Engagement. Ich glaube, dass es kaum eine andere Jugendkultur derzeit in Deutschland gibt, die in einem so großen zahlenmäßigen Ausmaß so gut sich selbst organisieren.